Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Xenoblade Chronicles 3 Part. Ja, beim letzten Mal haben wir Kolonie 4 noch ein bisschen weiter geholfen. Wir haben noch weiter erstmal vor, Nebenquests zu machen. Ich sehe hier schon vor mir einen weiteren Trupp, der mich verkloppen will. Oder die wir jetzt verkloppen, ja. Und damit fangen wir auch heute hier an. Kommt der. Warte mal, kann ich ein paar von euch getrennt? Nee. Wollte gucken, ob ich die eventuell getrennt attackieren kann. Na gut, die scheinen nicht viel auszuhalten. Ich hätte eigentlich nicht vor, die Synchro zu machen, aber passt schon. Hau ich wenigstens die Flächenangriffe raus. Ja, die sind schon mal alle gut vorgeprügelt. Komm, nur noch der Sanitäter. Nahm mir die Schlimmsten erstmal weg. Nehmen wir zuerst die Kleinen. Okay, Angriffskette. Let's go. Also, eigentlich, diese Chelle, die wir hier gerade bekämpfen, die ist schon K.O., ne? Dann ungefähr zweimal nutzen. Hatten wir diese Fähigkeit schon mal genutzt mit den 1000 Nadelstichen? Irgendwie kamen sie mir gerade nicht bekannt vor. Naja, so oder so, wir haben ein Level-Up gemacht, ne? Ansonsten ist hier an der Stelle nix. Nur, dass wir jetzt wieder ein weites Gespräch haben. Okay, machen wir mal Wegweise auf Irrwegen mal als nächstes. Hier sehe ich auch noch ein Fragezeichen, so ganz gut versteckt. So, hier müsste unser, Wegweiser irgendwo stehen. Da steht er. Da steht sie, Entschuldigung. Was wollte ich hier? Er will zum Schloss. Der war schon auf sein Ableben vorbereitet, ne? Good to add more names. So, wo ist das jetzt bitte? Da hinten. Na gut, da habe ich zum Glück auch eine Abkürzung. Aber ich gucke mir erstmal die Fragezeichen hier noch an. Was für ein toller Wegweiser, dass er da schon stand, ne? Hier ist eine Hülle und die wird nicht nach Hause geschickt.
Guck mal, da unten ist wieder so ein Kampftrupp. Vielleicht kriege ich es ja diesmal hin, die eventuell einzeln rauszulocken. Reiser. Den Sanitäter würde ich gerne als allererstes ausschalten. So, mal ein bisschen weiter weg. Ah, okay, hat sich hier erledigt. Erst wenn die Ads fertig machen. So, bei ihr kann ich auch ruhig bei Null das verwenden. Da habe ich schön viele Flächenangriffe. Den Trupp haben wir auch gut dezimiert. Komm, einmal kurz auf den Kundschafter hauen. Danke, ist tot. Dann kriegst du gleich eine Angriffskette von mir. Dich vernichte ich damit dann jetzt. Okay, der ist auch schon seit mindestens zwei Angriffen tot. Ach, immer wieder schön, den Hammer zur Bombe zu machen. Schadensmäßig habe ich das Gefühl, diese Dämonenstrafe ist das Stärkste, was ich abfeuern kann. So, und den Ether-Kanal gönne ich mir dann auch direkt, wenn ich schon hier stehe. Dann fehlt ja hier das Fragezeichen nur, ne? Ach, dass wir euch sofort wiedersehen. Ich wusste, dass die direkt eine Panne haben würden. Diese beiden da. Was war das denn da gerade im Hintergrund? Es ist ja eine Kriegsmaschine. Eventuell irgendwie so ein Alarm, dass ein Monster in der Nähe ist. Wäre meine erste Vermutung. Obwohl, dann ist das ja durchgehend Geräusche machen. So, das kommt von da oben. Ich dachte, das kommt von der Maschine. So, von hier aus kommt das Geräusch. Geht die Kiste gleich in die Luft?
Ja, das Geräusch, das klingt wirklich nervtötend. Ich würde mich das fuchsig machen. Okay. Ihr sucht aber auch gerade den Stress, ne? Dem alten Schlachtfeld von Kana? Ach, ich hab das Zeug eh schon, okay. Hoffen wir einfach mal, ne? Ein Wolf. Das sind Katastrophenmagnete. Ah, die sind diesmal unschuldig. Diesmal ist die Kiste schuld. Hat sich wahrscheinlich nicht auch nur gedacht, was ist das für ein dämlicher Lärm? Ciao. Ich habe da eine Hülle hinter mir gesehen. Ach, nur Level 25. Okay, das Ding recke ich eben schnell weg. Und tot. Easy. Den Cover habe ich rausgeschnitten für euch. Der war nicht sonderlich interessant. Wann habt ihr euch wieder dahin geschlichen? Lance fragt dasselbe wie ich. Und was ist drin? Ein bisschen Ausrüstung. Und ein paar Edelsteine. Danke für dieses Geschenk. Ja, ich glaube nicht, dass ich sowas brauche. Die Edelsteine ja, den Rest nein. Die haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen. Definitiv nicht. Naja, wenigstens konnten wir ihnen helfen. In der Höhle da jetzt auch direkt. Nicht los, Noah. Was stehst du da hinten? Hat Angst vor der Leiche offenbar. So, wir müssen immer noch den Wegweiser auf Ölwegen finden. Bist du das? Ah nee, den Kameraden des Wegweisers. Den Chijima. Schwer auszusprechender Name. Nee, die sorgt sich um dich, Junge.
Geh zurück zu ihr. Jetzt muss ich mich wieder da hinten importen. Warum haben sie ihr nichts getan? Ihr könnt nichts. Und dort. Hoffentlich geht's da gut. Wo könnte sie sein? Ich habe hier ein dickes fettes Aufrufezeichen. Das steht aber, glaube ich, nur fürs Suchen. Ah, guck mal, direkt gefunden. Aufpassen, der Vogel könnte dich sehen. Man muss es doch trotzdem versuchen. Hauptsache euch geht es gut. Das ist das Gute, denen geht's gut. Ist doch alles, was wir wollen, ne? Das und Kriegerschrauben, wie es scheint. So, wie sieht denn die Karte hier jetzt aus? Also ich weiß, dass ich hier noch eine Sammelquest habe. Genauso ist das hier eine Sammelquest für den Inotyp. Da ist ein Fragezeichen. Da ist auch eins. Also da haben wir auf jeden Fall zwei Questen. Hier wäre erklimmbar und mit dem Seilding was. Soll ich mal hier gucken, ob wir zu dem Fragezeichen noch kommen? Ich würde sagen, wir gucken da eben kurz noch. Da waren wir ja hier an dem Berg, deswegen sage ich mit mal gucken. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. War mit den Level 46ern daneben hier. Ah, guck mal. Hier ist so wieder Sand, wo ich den einen Typen erst gebraucht hätte. Zell-Sandstrom. Einfach mal gucken, ob ich da hochkomme. Also hier schaffe ich es ohne Probleme. Da komme ich wiederum nicht hoch. Oh, hier ist ein deutlicher Levelanstieg. Der Limux-Hügel. Nee, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich will hier nur hoch. Wieso kommst du ohne weiteres da hoch? Da kloppen sich Wölfe mit diesen Cocktoolen. Ich wollte gerade sagen, die Wölfe sind doch eigentlich auch aggressiv, oder nicht?
lassen Sie mich in Ruhe, wenn ich hier hochklettern will. Ich hoffe, das ist so richtig. Ich werde schon wieder angegriffen. Hier ist auf jeden Fall ein Reisepunkt. Und da kann ich wieder hochklettern. Okay, leveltechnisch bin ich hier richtig. Warum will mich alles, was mich sieht, hier angreifen? Ich habe ein rechteckiges Fragment gefunden. Ansonsten scheint hier oben nichts zu sein. Kann ich ja wieder runter. Autschen. Ich will keinen Stress. Alles gut da oben. Ich habe extra vorher gesagt, ich will keinen Stress. Und ich krieg direkt neuen Stress. Okay, da vorne ist das Fragezeichen auf der Karte. Aber von dieser Seite scheine ich nirgendwo hinzukommen. Vielleicht von der anderen Seite? Hier war auch ein Reisepunkt. Ich wollte eigentlich nur zu dem Container, den ich hier gerade gesehen habe. Warum stehst du da? Ich will doch nur an das Teil dann links neben dir. Aber du wirst mich nicht lassen, oder? Oh, es lässt mich. Von der Seite hier komme ich aber auch nicht da oben hin. Oder muss ich da unten hin? Ich glaube, ich muss da unten hin. Aber wie soll ich das denn anstellen? Ist eventuell da, wo ich gerade eben hochgeklettert bin, da ging es ja noch an der einen Seite weiter. Ist da vielleicht ein Durchgang? So, ist hier ein Durchgang rein zufällig? Hier ist eine Hülle. Nee, ich sehe jetzt hier nichts, was irgendwie an einen Durchgang erinnert. Was hier durch den Berg könnte. Da vorne ist aber nochmal eine Höhle. Ganz an dieses Ausrufezeichen. Aber wirklich gefährlich werden können die mir nicht. I guess this is fate too, huh?
Okay, ich bin jetzt hier, glaube ich, einmal um den ganzen Berg rumgelatscht. Und das Einzige, was ich finde, sind Höhlen. Hier geht's nicht mal weiter. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass hier irgendwo ein Loch wäre. Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Also ich bin da jetzt einmal drum herumgelaufen und außer Höhlen habe ich da nichts gesehen. Nee, das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich nicht. Ich habe ja gesehen, dass da auf jeden Fall ein Durchgang durch den Berg führt. Sehe ich auf der Seite irgendwas, was in der in sich erinnert? Dass man hier durch den Berg könnte? Ist hier eine Höhle ist? Nö. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt genug gemacht. Ich habe jetzt da so, glaube ich, 5-6 Minuten nochmal geguckt. Und wie gesagt, außer Höhlen war da nichts. Also, ja. Aber wenigstens haben wir heute viele Nebenquests gemacht. Wir haben auch Reisepunkte heute gefunden. Das ist doch auch was wert, ne? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis bald.